Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perlworld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's ein wenig bei uns am Lager. Wir werden ein bisschen aus- und umbauen. Ich habe hier drüben unser Haus mal erweitert. Da kommen jetzt alle Werkbänke sauber davor. Das heißt, wir nehmen die hier schon mal gleich weg. Eins, zwei und die sogar auch nochmal. Dann können wir die alle nochmal sauber neu aufsetzen. Fangen wir mit der einfachen Werkbank hier an. Dann kann auf der anderen Seite unsere Schmelzen stehen, habe ich mir überlegt, dass die ein bisschen näher dran sind an den Kisten. So, Werkbank 1 hier. Werkbank 2 für die Reparatur direkt daneben. Wir schalten ja noch ein paar mehr Werkbänke frei. Müssen wir mal gucken, dass wir die alle hier sauber hinkriegen. Zack, die nächste. Sehr schön, wie sie auch angerannt kommen und die gleich aufbauen. Und dann wieder die für die Perlausrüstung. So, sehr schön. Das können die aufbauen. Hier drüben haben wir jetzt Platz für unsere ersten Schmelzöfen, die wir freigeschaltet haben. Hier habe ich die Perlbetten nochmal neu und sauber ausgerichtet, um auch zu gucken, wie viele in einer Reihe passen. 5 Stück, das heißt, wir kriegen hier also 10 Perlbetten erstmal hin. Und unseren Steinbruch habe ich gesetzt. Jetzt haben wir alles hier sauber in der Ecke. Unsere Beete, Holzgewinnung, Steingewinnung und das, wo die Perls schlafen können. Wir setzen den Futtertrog auch gleich noch um, aber jetzt bauen wir erstmal diese neuen Hochöfen auf. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Wir haben ja ein bisschen Erz und wir können unsere neue Feuerziege, unseren Feuerwidder ausprobieren. Der hat ja Feuerstufe 2. Mal sehen, wie gut das klappt, wenn wir den hier an den Hochofen setzen. So, wir bauen einen. Hoffentlich können wir gleich zwei bauen. Ja, wir können zwei bauen. Sehr schön. 2 Stück. Dann fangen wir... Oh, der dauert eine Weile. Könnt ihr gleich mal rüberkommen hier, wenn ihr mit den Werkbänken fertig seid? Super. Und die fangen mit der auf der Seite an. Das ist auch egal. Und einer, der noch hier vielleicht ein bisschen mithilft. Hallo? Nee, die sind alle gerade mit irgendwas beschäftigt. Okay. Macht nichts. Geht auch so schnell genug. Komm, wir helfen lieber hier mal mit. Dann geht's noch schneller. Und dann können wir vielleicht ja sogar schon erste Metallwaffen oder Werkzeuge herstellen. Müssen wir gleich mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Punkte zum Freischalten. Ich glaube, ich habe auch schon wieder ein Level gemacht hier durch die ganze Zeit Ressourcen sammeln. Und auch ich habe schon wieder Sphären und Pfeile natürlich vorbereitet, weil ich in dieser Folge auch nochmal los. Und wir werden, glaube ich, in dieser Folge mal diesen ersten Boss uns da angucken. Und das Lager müssen wir auf jeden Fall noch aufwerten. Wir haben so viele Pelz jetzt, müssen wir mehr davon einsetzen können. Betten habe ich ja schon ein paar vorausgebaut jetzt hier. Wir können also erstmal nochmal 3 Pelz mindestens einsetzen, bevor wir das nächste Bett brauchen. So, komm, warum hilft eigentlich keiner mehr hier? Letzten Hammerschläge muss der Chef ganz alleine machen. Aber gut, sie helfen ja schon sonst bei allem genug. So, super Leute, die Hochöfen stehen. Wir gucken mal, Metall haben wir jetzt nicht so viel, ne? Erz haben wir 47. Dann machen wir es, glaube ich, alles in einem hier. 23 Barren kommen raus, Produktion beginnen. So, lass mal gucken, hier, da ist er, der Azox. Oh, das geht ordentlich schnell. Alles klar. Wie gut, Leute. Wir stellen unser erstes Metall her. So, dann lass uns mal den Futtertrog noch hier näher ranholen, dass die das alles nicht so weit tragen müssen. Futtertrog, da ist er. Weil dann brauchen die Bärchen von den Feldern nur bis hier vorne tragen. Wenn die beim Arbeiten mal kurz was essen wollen, brauchen sie auch nur bis hier laufen, nicht bis in die Mitte von unserem Lager. Das heißt, wir hauen das hier hin. So, alles klar. Futtertrog, dann holen wir das ganze Futter rüber, schmeißen das hier rein und reißen den anderen Futtertrog in der Mitte. Reißen wir den ab? Ja, wir reißen den ab. Wir sind selber übrigens hungrig nebenbei mal. Isst mal was. Lecker. Oh, was haben wir denn hier für einen Schlüssel? Wo kommt der denn her? Silberschlüssel. Okay, es gibt auch verschiedene Schlüsselstufen. Selten. Ungewöhnlich. Wie cool. Finde ich ja richtig gut. So, nimm mal die ganzen Berries und die Pilze rüber. Dann kommt der hier auch weg. So. Okay, wir haben alles hier in der Ecke. Schmeiß mal... Ja, wir schmeißen... Ja, wie viel schmeißen wir rüber? So, das reicht für uns. Die kommen alle rüber. Ist der fertig? Nee, aber der ist schon fast fertig. Der ist schon gut bei der Hälfte. Mehr als der Hälfte. So, das sieht alles gut aus. Erz haben wir nicht mehr. Stoff haben wir, aber alles andere haben wir. Sagt der Pfeilvorrat, 211, 82 Sphären und 5 von den besseren Sphären. So, jetzt lass mal gucken, was wir noch lernen können. Wir hatten ja noch mehr Möglichkeiten, hier was freizuschalten. Hier, guck mal, das hier zum Beispiel. Pelz können sich darin entspannen und ihr Guide. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Das lernen wir auf jeden Fall mal. Was haben wir hier? Sandsack. Setze Pelz hier ein, um sie nach Feinden ausschalten. Lernen wir auf jeden Fall auch erstmal. So, da ist das. Was haben wir hier? Ein Bogen, der 3 Pfeile auf einmal verschießt. Pro Schuss wird dabei nur 1 Pfeil verbraucht. Den lernen wir mal. Oh, und hier, Leute. Ja, Metallwerkzeuge.
Was ist das hier? Hoch. Oh! Erlaubt ein höheres Produktionstempo als primitive Werkbank für die. Was kostet das? Oh, das kostet Metallbarren und Nägel. Hier, Nägel hatten wir schon gelernt letzte Folge, ne? So. Also, dann lernen wir die auf jeden Fall aber auch. Oh, wir sind ja schon. Oh, wir sind Level 13, Leute. Wir sind sogar schon Level. Boah, es gibt ganz schön viel fürs Bauen, weil ich habe ja alle Perlbetten einmal abgerissen, neu aufgebaut. Dann habe ich das Dach einmal komplett abreißen müssen, um es komplett neu zu setzen, weil wir das Haus ja jetzt einmal verlängert haben. Das gibt schon Erfahrungspunkte und vor allem auch fürs Craften von Pfeilen. Aber so viel, ich habe gar nicht drauf geachtet, Leute. Das ist ja richtig gut. Da können wir das hier schon mal lernen. Und wir haben sogar alles, um das bauen zu können. Wie gut. Und hier, Megasphäre. Die kostet einen Metallbarren schon in der Herstellung. Okay. Und eine Armbrust kostet auch Metallbarren und Nägel. Oh, Metallspeer. Übungsdummy. Topfpflanzenset. Oh, wie cool. Oh ja, Deko-Sachen müssen wir auch nochmal hier. Komm, das lernen wir ruhig auch mal. Das kostet nur einen Punkt. Das lernen wir. Wir haben 16 Punkte noch über. Was haben wir hier noch? Eine Fellrüstung. Bietet guten Schutz und hält anständig warm. Für die Herstellung wird hochwertige Werkbank benötigt. Was ist das hier? Federhaarschmuck. Hübsche Haarnadel aus Federn. Schützt möglicherweise irgendwie vor tödlichen Kopfverletzungen. Gelernt. Und hier haben wir noch mehr Rüstung. Ne? Stoffkleidung tropischer Machart. Damit lässt sich Hitze besser ertragen. Arktische Tracht. Damit lässt sich Kälte besser ertragen. Okay. Giftbogen. Nee, ich glaube, diese einzelnen Bögen mit den einzelnen Eigenschaften hier, Feuer, Gift oder so, die lassen wir erstmal. Aber Dreischussbogen ist cool. Was haben wir hier noch? Zerkleinerer. Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz. Zu was? Wir lernen erstmal. Alles klar. So, der ist fertig. Komm mal her. 23 Metallbarren haben wir jetzt. So, jetzt können wir mal gucken. Können wir diese verbesserte Werkbank, können wir die bauen? Ach, guck mal hier, Topfpflanzen-Set. Wie cool. Da ist sie. Ja, wir haben doch... Ach so, die müssen wir erstmal hier rausnehmen, ne? So, und dann schmeißen wir die auch erstmal hier rein. Achso, Nägel haben wir jetzt nicht hergestellt. Die stellen wir hier her oder wo stellen wir? Ja, hier stellen wir Nägel her. So. Wo ist unser nachtaktiver Freund? Ach, der ist selten an den Beeten. Kannst du eben mal helfen kommen? Haben wir nicht irgendwas in der Tasche, was arbeiten kann? Was haben wir denn in der Tasche an Pelz dabei? Hier, der kann noch arbeiten. Meck, meck. Komm her hier. Der Fuhak arbeitet da mit, ja, ne? Ja, ja, er arbeitet mit. Es dauert ganz schön lange, Nägel herzustellen. Wir brauchen also die bessere Werkbank, wenn es da schneller geht. Und dann brauchen wir die hier nicht mehr, ne? So wie ich es verstehe, ist das einfach eine Verbesserung von der einfachen Werkbank. Jetzt können wir die abreißen und die bessere Werkbank dann gleich hier hinstellen. Sehr gut. Dann müssen wir mal gucken, was wir brauchen, um unsere Perlbox zu verbessern. Weil wir haben jetzt wirklich so viele Perls, dass wir da einfach ein paar mehr... Wir haben auch genug Betten, wir müssen mehr einsetzen können hier. Der erste drüben echt beschäftigt. Jetzt kommt er, jetzt, nee, jetzt hat er Berries erntet. Aber jetzt muss er nicht mehr so weit laufen. Hast du uns gesehen hier drüben? Nee, hat er nicht. Er ist mit den Beeten beschäftigt. Er ist mit der Ernte beschäftigt. Sagt. Das ist aber auch cool, dass einige von den Tieren, diese Schattentiere, dass die nachts wirklich nicht schlafen gehen. Jetzt kommt er. Jetzt muss er einfach was essen. Wir sind gleich fertig, bis du da drüben auch fertig bist. Aber gut, er macht ja was. So, wie viele Nägel braucht man denn? Wie viel braucht man denn? Braucht man 10? 15? Nee, wir brauchen 15 Barren, ne? Und wir machen jetzt erstmal die Nägel fertig. Der ist immer noch mit der Ernte beschäftigt. Das ist einfach super gemacht, Leute. Und vor allem, sieht man schon, das geht, hat schon, also bietet schon eine Menge, was den Technologiebaum angeht und den Tiefgang, was man so an Technologiestufen was es so an Technologiestufen gibt. Finde ich super. So, komm mal her. Jetzt gucken wir mal, können wir die jetzt bauen? Ja, 10 Nägel brauchten wir auch nur. Alles klar, dann reißen wir die jetzt wieder ab. Und setzen. Oh! Oh, die ist eine ganze Ecke größer. Das hängt ja schon. Da müssen wir nochmal alle umsetzen, kurz, Leute. Mach ich hier das Material ja wieder raus. Zack. Zack. So, dann die. Oh, die sieht auch deutlich besser aus. Richtig gut. Gefällt mir jetzt schon. So, du kommst dahin. Dann wieder Reparaturwerkbank. Möglichst nah dran. Wer weiß, wie viele Werkbänke noch kommen. Zack und Perlausrüstung. So. Und dann legen wir uns am besten mal schlafen. Dann sind die nämlich alle wieder wach und können schön mithelfen.
Dafür haben wir ja unser Bettchen. Ach so, Leute. Eine Sache haben wir verloren bei den Umbauarbeiten. Ich wollte auch unseren Brutkasten umsetzen und ich dachte, da kommen auch alle Bauteile wieder raus. Aber irgendwie haben wir diese antiken Bauteile verloren. Deswegen haben wir jetzt nur noch einen Brutkasten. Und ich habe natürlich nochmal ein Ei reingetan. Das ist jetzt auch schon fertig. Da können wir gleich mal reingucken nebenbei. Und dann können wir gleich das nächste reintun. So, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Letztes Mal war in so einem gewöhnlichen Ei der Adler drin, ne? Was haben wir jetzt? Ist nochmal so ein Adler drin. Okay. Die scheinen da also öfter drin zu sein. Was haben wir noch? Ich habe sogar noch ein paar Eier gefunden, Leute, beim Ressourcensammeln. Die haben auch schon wieder Holz hier reingeschmissen, ne? Wir nehmen mal so eins. Gucken, wie lange das braucht. Deswegen haben wir jetzt leider nur noch einen. Wir können auch keinen weiteren mehr bauen. Wir hätten ja eigentlich zwei bauen können. Aber wie gesagt, es sind antike Bauteile verloren gegangen. Weil ich wollte die jetzt alle hier schön in dem neuen Anbau, schön in einer Reihe, habe ich mir gedacht, schön die Brutkästen aufsetzen. Und dann mal gucken, wie wir die eventuell dann beheizen können. Aber der ist jetzt gut. Dem passt zur Temperatur. Guck mal, sehr angenehm. 100% Bruttempo. Dann, guck mal, die sind draußen schon wieder alle fleißig. Moin. Ah, super, die Werkbank ist schon mal fertig. Sehr schön. Mach mal die Tür zu. Ich komme nicht mehr an die Tür jetzt, oder wie? Tatsächlich, komme nicht mehr an die Tür wegen der Werkbank. Die steht zu nah an der Tür. Wir können die Tür nicht mehr zumachen. Na gut, dann haben wir einen Tag der offenen Tür. So, was können wir hier jetzt machen? Alles, was wir an der anderen Werkbank konnten, plus jetzt hier Metallsachen. Da haben wir jetzt nicht mehr genug Barren. Das heißt, wie viel haben wir denn jetzt noch? Nur noch drei. Oh, da haben die Nägel ganz schön viel gekostet, ne? Dann können wir also erstmal noch keine Metallsachen herstellen. Jetzt noch nicht. Ne? Und was können wir sonst noch machen? Ne, das ist der normale Schild. Hier, den. Hier, das können wir mal herstellen. Mal gucken, ob das ein bisschen mehr Rüstung bringt. Ich finde es super, Leute. Und dann schauen wir mal, was wir brauchen fürs Lager aufwerten. Ich glaube, wir brauchen diese Statue der Kraft. Die sollten wir eh bauen, denn der letzte Patch hat diesen Bug behoben. Wir können uns jetzt aufwerten und unser Fanggeschick steigern. Also ich fand die schon wieder schön mit den Feldern beschäftigt. So, lass mal gucken. Ja, genau. Wir brauchen die Statue der Kraft. Die haben wir hier. Die können wir... Kostet 10 Palliumstücke. Die können wir trotzdem bauen. Vielleicht da so in die Ecke, obwohl da wollte ich eigentlich gerne irgendwie eventuell... Obwohl eigentlich sollte man alles, was mit dem Pelz zu tun hat, hier drüben in dem Bereich halten. Das heißt, hier vielleicht so die erste Viehfarm oder so hin. Auf die Ecke. Und auch diese... Und ich glaube, hier in der Mitte können wir, glaube ich, machen wir dann hier, wo diese heiße Quelle, die kann ich dann hier hin. Vielleicht sogar mehrere. Eins, zwei, drei oder so im Halbkreis. Und du kommst dann eher hier hin. Könnt ihr mal gucken, was wir schon aufwerten können. Wir haben ja schon ein paar von diesen grünen Statuen gefunden. Ja, komm, hier passt er doch ganz gut. Wo kommt die Hilfe? Da kommt die Hilfe. Da hinten kommt der nächste gerannt. Und noch einer. Es ist einfach so, so gut. Okay, Statue der Kraft, Leute. Ich bin gespannt. Und wir können ja auch eventuell die Pals verbessern, ne? Mit diesen Palseelen. Aber wir gucken erstmal, dass wir uns aufwerten. Super, vielen Dank. Und alle freuen sich wieder. Zurück an die andere Arbeit, die ihr zu tun habt. So, eigene Fähigkeiten verbessern. Fanggeschick erhöhen. So, und das ist jetzt nicht mehr verbuggt. Der letzte Patch hat es behoben. Wir riskieren das jetzt. Erhöhen. Kostet uns einen Liftmank. Nochmal erhöhen kostet schon 4. 7. Aber wir haben jetzt unser Fanggeschick schon mal auf Stufe 2 erhöht, ne? 1, 2, beziehungsweise eigentlich auf 3, ne? Ja. Okay, mal gucken, ob wir das merken, wenn wir das nächste Mal losgehen. Wir gehen auf jeden Fall in dieser Folge natürlich noch los. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir nochmal aufwerten hier, ne? Ja, nochmal verbessern. Steinbruch haben wir, Holzlager haben wir. Zerkleinerer fehlt. Der zerkleinert Holz und Stein, ne? Jetzt haben wir ja, wo ist denn das Ding? Da unten ist er, Zerkleinerer. Herstellen können wir auf jeden Fall. Passt der hier vorne noch hin? Weil dann, wenn der Holz und Stein macht, hätte ich natürlich gerne in der Nähe von Holz und Stein. Ja, der passt hier noch super hin. Das heißt, wir setzen den hier. So, alles klar. Oh, Minute 20. Kommt mal alle helfen, bitte. Sehr schön. Guck mal, und schon nur noch 20. Das ist echt super.
Deswegen, wir brauchen einfach mehr Pell. Wir brauchen mehr Pell zum Lager. Wir können ja jetzt schon wieder ein mehr einsetzen. Wenn wir das gebaut haben, können wir nochmal aufwerten. Dann können wir noch ein mehr einsetzen. Aber erstmal gucken, was wir mit dem hier machen. Wir können Holz und Stein zerkleinern. Aber zu was? Ach, wie gut zu Fasern und zu Palliumbruchstücken. Und dann schmeißen wir gleich an hier. Wir haben ja ordentlich Stein. Achso, wir brauchen Perl, der... Achso, kommt das schon? Stimmt, wir brauchen Perl, der Wasser beherrscht. Wie cool, wir können nochmal aufwerten. Oh, das ist... ich bin so gepackt von diesem Spiel. Weil auch das hier... Und jetzt brauchen wir eine heiße Quelle. Die wollten wir ja eh bauen, damit die Perls sich mal holen können. Und mal gucken, wie es überhaupt aussieht. Ich bin auch gespannt, ob die da drin sitzen. Weil das Spiel bietet einfach so viel, was irgendwie so ein Suchtfaktor. Weil auch das Ausbauen der Basis jetzt hier gerade mit immer mehr Möglichkeiten. Nicht nur das Sammeln und Erkunden der Welt, sondern auch das hier. Da will man sofort weitermachen eigentlich. Auch und gucken, was kann man noch freischalten? Was kann man jetzt bauen? So, der muss was futtern. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier am besten... irgendwie einen zweiten Perl einsetzen, der auch noch Wasser hat, ne? Das sind die, die gießen können. Also der kann gießen, Transport und Handwerk. Der kann gießen, Transport, Handwerk und Kühlung. Hier, komm mal her. Ja, der ist noch niedrig vom Level, ne? Der hat noch nicht viel gearbeitet. Wir haben ihn noch nie in der Tasche gehabt irgendwie. Aber egal, der kann trotzdem mal mitmachen. So, das heißt, wir haben den. Und die konnten eigentlich alles, ne? Deswegen habe ich davon auch noch mehr geholt. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Doppelte wieder gefangen, die aber nur in der Nähe vom Lager hier rumgelaufen sind. Also alles, was hier bei uns direkt in der Nähe rumläuft. Hm. Oder brauchen wir jetzt einen Feuerpell dauerhaft im Lager? Wegen den Schmelzen, dass wir die bedienen können. Was kann der eigentlich? Der kann... Den brauchen wir, glaube ich, erst später für Strom erzeugen. Was haben wir? Wir haben jetzt schon die zweite Seite hier voll, ne? Ja. Hier haben wir unsere ganzen Liftmanks. Die sind natürlich alle super für Transport, also fürs Sammeln. Handwerk können sie aber auch alle. So, der konnte Bergbau, ne? Und Handwerk und Sammeln. Auf jeden Fall erstmal einen zweiten, der war, ich glaube, so einer wäre eigentlich ganz gut, ne? Weil die wirklich alles. Guck mal, der kann auch Holz fällen, der kann sammeln, der kann Aussaat. Ja, wir nehmen nochmal so einen. Die sind richtig gut, deswegen, davon sollten wir eigentlich noch mehr haben. Die sind echt top. So, jetzt ist einer hier. Sehr cool, jetzt läuft das nämlich beides. Jetzt kann einer das Feld machen oder die Felder und einer kann hier die Palliumbruchstücke herstellen. Okay, was brauchen wir jetzt? Die heiße Quelle, ne? Können wir die hoffentlich auch schon bauen? Wo war die heiße Quelle? Hier. Oh, die kostet den Palsaft. Aber zumindest eine können wir bauen. Wie nah können wir die da ransetzen? Muss ja nicht gerade zur Perlbox ausgerichtet sein. Eher so ein, gerade so ein bisschen hier. Es kann ruhig so sein. Dann machen wir eine hier. Dann irgendwie einen vielleicht so und einen irgendwie da noch hin. So. Ich hoffe, wir können das hier bauen. Ja, können wir. Alles klar. Oh, auch eine Minute. Da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Mithelfen, den Pool zu bauen. Wollen sich alle reinsetzen. Ich bin aber gespannt, ob die da wirklich reingehen. Und ob vielleicht, wenn es kleine Pads sind, ob da auch mehrere drin sitzen können. Bin ja mal gespannt, wenn wir so ein Mammut haben, wie das dann im Pool sitzt. So, okay. Da freut euch alle, ne? Ich habe da eine heiße Quelle, wo ihr euch entspannen könnt. Sieht doch ganz cool aus. Mal gucken, ob da wirklich mal einer drin sitzt. So, okay, wir können nochmal verbessern. Mittelalterliche Pharmaziewerkbank und ein Perl mehr ins Lager packen. Das kriegen wir hin. Was könnt ihr denn eigentlich nochmal? Okay, so ähnlich wie die Affen. Und der hier war doch auch super, ne? Ja, so einen. Der kann sogar Medizinherstellung, sehe ich gerade. Brauchen wir dann für die Pharmaziewerkbank vielleicht. Mal sehen, ob wir die herstellen können. Und ob die dann noch hinpasst. Erstmal haben wir die überhaupt schon gelernt. Nee, die können wir die lernen. Ja, hier. Lernen wir. Kostet wieder Nägel. Nägel haben wir nicht mehr. Und wir haben auch keine... Können wir noch Nägel herstellen mit den drei metallbaren? Ja... Jeweils pro Mitte, alles klar. Dann stellen wir noch mal ein paar Nägel. Warte, wir brauchen wieder Hilfe. Komm mal raus. Hilf mal ein bisschen mit. Kommt noch einer, die sind alle beschäftigt. Aber gut, dass alle beschäftigt sind. Der Fanti muss noch mal was essen.
Sehr cool. Es wird immer voller hier und immer geschäftiger. Das gefällt mir. Bin gespannt, was da alles noch kommt. Okay, Leute. Das heißt, wir haben unser Lager jetzt schon recht weit ausgebaut. Jetzt fehlt uns noch diese Pharmaziewerkmann. Dann können wir, glaube ich, nochmal eine Stufe aufsteigen. Und dann weiß ich gar nicht, wie weit das geht. Ich finde es aber super. Und dann reicht es aber auch erstmal mit dem Basteln. Wir sind schon lange hier zum Lager unterwegs. Dann will ich nochmal los. Wir schnappen uns den Tutorial-Boss, würde ich sagen. Wir riskieren das mal. Der ist ja direkt hier oben im Turm über uns. Vielen Dank. Okay, Nägel haben wir. Pharmaziewerkbank. Da ist sie. Wir können sie herstellen. Gut, dass wir gerade Palladium produzieren lassen. Das ist gleich alle dann. Okay. Oh, super. Die ist schön klein. Das finde ich gut. Aber die passt hier nicht hin. Ein anderes Objekt ist im Weg. Was ist denn hier im Weg? Dürfen wir die so nah... Oder stellen wir die ins Haus? Da arbeiten die kleinen Pelz dran. Die können doch bestimmt auch hier drinnen im Haus arbeiten. Dreh die mal so rum hin, dass die Schüssel irgendwie vorne ist. Stell die hier ans Fenster. Weil dass die ins Haus kommen, haben wir ja schon gesehen. Die haben ja schon hier drin mitgearbeitet. Ja komm, stellen wir uns mal was ins Haus. Werkzeugherstellung findet drinnen statt. Da kommen sie auch wieder alle an. Mal sehen, wie lange sie brauchen. Eigentlich zeigt es auch an, dass alle zum Helfen kommen. Na egal, die geht ja recht schnell zu bauen. So, dann nochmal aufwerten. Dann gucken wir, welche Pelz wir in der Tasche haben. Und dann gehen wir uns mal mit diesem Boss beschäftigen. Ich bin sehr gespannt. Aber wir haben ja jetzt schon einen Map-Boss geschafft. Dann dürfte der Tutorial-Boss, wenn es denn einer ist, aber es ist ja das Tutorial, also hoffentlich ist der nicht allzu schwierig. So, Rezepte wählen. Guck mal, wir können hier aus... Aus roten Beeren können wir schon einfache Medizin herstellen, wenn unsere Pals mal krank sind. Cool. Ich find's gut. So, haben wir hier... Was ist denn hier los? Wie weit bist denn du? Ausgebrütet, Leute. Natürlich gucken wir rein. Wir haben... ein Celeray. Ein Celeray lässt sich vom Wind tragen und reist nach Lust und Laune umher. Finden sich zwei dieser Pals an einem Zielort, endet die Reise der beiden. Okay, kämpfen die dann? Oder wie? Hat aber schlechte Eigenschaften, ne? Beides irgendwie negative Werte, die der hatte. Lass trotzdem mal gucken, wo ist der hin? Da oben. Faulpelz und ungeschickt. Kann gießen und Transport. Wir gucken ihn natürlich trotzdem einmal kurz an, was wir da bekommen haben. Zeig mal her. Oh, sieht aber schön aus. Und oh, und auch wie er, die Animation, wie er gießt, ist auch richtig schön. Freut er sich. Schön ist er. Aber gut. Ungeschickt und ein Faulpelz. Pack mal. Oh, sitzt einer drin. Liftmann, guck mal, wie fröhlich er aussieht. Ist das gut? Das entspannte Gesicht. Er ist zwar ein bisschen unter Wasser, aber okay. Oh, wir haben Hunger. Isst mal ein paar Berries. Und fütter gleich mal deine Tierchen, die du dabei hast. So. Ist das cool. Die sitzen sich wirklich rein und erholen sich. Wie gut. So, du kommst da rein. Du kommst da rein. Mal nochmal hier sortieren. Den nehmen wir auf jeden Fall mit zum Boss. Wir nehmen auf jeden Fall auch so einen Foxparks als Flammenwerfer mit. Was nehmen wir noch mit? Hier, der war eigentlich stark, einer. Eine Angriffsstrategie. Den nehmen wir auch mit. Und hat man noch einen von denen, der Isolierung... Die sind alle niedrig vom Level noch, ne? Oh, hier ist noch einer. Wildschweine waren auch alle niedrig. Was kann der? Keine Ahnung, was der im Kampf macht. Wo steht das? Steht hier gar nicht. Ach doch, hier natürlich, hier steht es doch ganz groß. Powerschuss macht der Schlammschuss und der hat noch eine Fähigkeit frei. Er macht also einen Powerschuss und einen Schlammschuss. Und er ist Festungskommandant. Den nehmen wir mit. So, das sind die Pals, die wir mitnehmen. Munition haben wir genug. Pelzsphären haben wir genug. Wobei ich glaube, so einen speziellen Boss, ob wir den fangen können, müssen wir gucken dann. Wir werden es auf jeden Fall probieren. So, die arbeiten ja alle fleißig vor sich hin. Wir haben eine Menge gebaut. Aufwerten können wir jetzt eigentlich nochmal mit der Werkbank? Ja, ne? Oder habe ich jetzt schon aufgewertet? Nee, wir können nochmal. Lagerstufe 9. Kühlbox und... Oh, es gibt eine Palsphärenwerkbank.
So, und wir haben jetzt alle Pelz. Nee, wir können noch einen einsetzen zum Arbeiten. Was machen wir jetzt noch für einen rein? Forstmeister, aber Angsthase. Wir nehmen den noch. Der kann noch mitwerkeln. Alles klar, so alle Pelz sind fleißig am Arbeiten. Oh, uns fehlt jetzt ein Bett. Das müssen wir auch noch schnell bauen. Oh ja, schon, jetzt haben wir schon 9 Pelz. Und 8 Betten hatte ich nur gebaut. Ich wusste nicht, dass wir jetzt so schnell hier, dass das so schnell geht, dass wir alles schon bauen können. Dass wir so durchkommen durch die Stufen jetzt hier. Aber super. Zack, dann bauen wir das auch noch schnell fertig. Da kommt sie schon wieder. Kati war es eigentlich auch so gut, ne? Habe lange keine gesehen jetzt. Sie war die ganze Zeit in der Pellbox drin. Und alle freuen sich. Super. Okay, Leute. Wir gehen los. Dann können wir gleich mal aber nicht als erstes, unser Boss-Tier austesten. Oh, Moment. Haben wir nicht den Sattel gelernt? Konnten wir den nicht auch bauen? Können wir den jetzt noch bauen? Oder habe ich alles verbraucht? Ich habe alles verbraucht, ne? Wir brauchen Palladium. Wir haben Palladium. Wir haben Palladium herstellen lassen. Erhalten. Oh, schmeiß es in die Kiste. Schmeiß die Nägel auch hier rein. Ja, so gehen wir los. Und jetzt bauen wir noch den Sattel. Du musst nochmal rauskommen und mithelfen. Chilet-Sattel. Hierher, komm, nein. Hierher, du sollst helfen. Lass den Stein da liegen. Der ist jetzt nicht interessant. Du musst dir helfen, den Sattel bauen. Am besten kommen noch ein paar mehr her. Warum hilfst du nicht? Bau den Sattel. Sehr schön. Alles klar. So. Oh, warte mal, können wir nicht Punkte verteilen? Haben wir jetzt eigentlich schon mal was auf Handwerk gegeben? Ich glaube nicht. Ich wollte nur. Ich habe überlegt. Ne? Guck mal, wir können gleich mehr. 50 Punkte gibt es auf Arbeitstempo. Gehen wir nochmal einen auf Ausdauer und nochmal einen auf Leben. Was ist denn Lammel? Level 14. Okay. Cool. Wenn man was merkt. Oh, jetzt bei dem Sattel fällt es, glaube ich, nicht so auf, weil der eh ziemlich langsam gebaut wird. Aber wir bauen ihn auf jeden Fall jetzt fertig. Und ich sollte eigentlich gleich wieder Palladium-Bruchstücke in Auftrag geben, ne? Oder Fasern. Müssen wir mal gucken, was wir mehr haben. Dann stellen wir gleich nochmal was ein. Dann können die ein bisschen arbeiten, während wir uns um den Boss kümmern. Und vielleicht sehen wir auf dem Weg da hoch ja auch gleich noch ein paar Pelz, die wir mitnehmen können. Ich habe sowieso gesagt, ich soll alles fangen einfach, weil es gibt auch die Ressourcen und mehr Erfahrung. Und dann sehen wir auch gleich, ob wir das Fanggeschick verbessert haben. Das sollte man ja merken. Auch bei den einfachen Pelz hier. Und wir reiten natürlich dann jetzt gleich auf unserem neuen Tierchen. Aber sofort. Nur noch ein kleines bisschen, dann ist er fertig. Der müsste eigentlich auch neu gespawnt sein, ne? Oh. Dann könnten wir auch, der ist ja auch nicht weit weg, ne? Dankeschön. Den könnten wir ja auch nochmal holen. Für nochmal antike Bauteile und mehr Brutkästen. Wo habe ich nochmal ein Ei reingetan? Nee, ne? Siehst du, bin schon wieder dabei. Ich will schon wieder 20 Sachen auf einmal machen. So, dieses heiße Ei. Gucken wir uns dann auch mal an. Rein damit. Okay, dem ist es viel zu kalt. Oder etwas zu kalt. Auf jeden Fall kein Brutbonus. 10 Minuten, trotzdem nicht so lange. Passt. Alles klar. So, was wollte ich noch gucken? Was wir eher brauchen. Fasern haben wir einen, ist auch nicht viel, ne? Wir haben auch nicht mehr so viel Stein. Wie viel habt ihr denn schon vorbereitet hier? Habt ihr schon? Naja, 11 wird immer fleißig abtransportiert, ne? Und die sind bei 44. Wir schmeißen trotzdem nochmal an. Hier, wie viel machen wir nochmal? Machen wir nochmal 20 Palliumstücke. So, okay, jetzt können wir aber los. Raus mit dir. So, cool. Komm her. Das ist super, Leute. Hier, guck mal, Gumos haben wir auch nicht eigentlich. Aber jetzt wollen wir, lassen erstmal ein Stück laufen. Es ist gut. Das ist so ein cooles, auch wenn er jetzt, wenn er sich hinstellt. Das ist schon das, glaube ich, das beste Pell bis jetzt, was wir haben. Obwohl, ne, ja, dieser, hier, die, unser Feuerwidder ist auch schon richtig cool. Vor allem kann man den ja auch reiten, ne? Müssen wir gucken, wann wir da den Sattel irgendwie bekommen. Wir haben schon ein bisschen geguckt. So, wie kommt man da jetzt rein? Wahrscheinlich müssen wir absteigen, ne? Komm mal her hier, alle wieder rein. Du auch. Komm her. Turm des Rhein-Syndikats. Zeitlimit 10 Minuten. Am Bosskampf teilnehmen. Machen wir. Hallo? Achso, jetzt. Alles klar. Bosskampf starten. Jawohl, wir starten den Bosskampf. Okay, wir werden hochgeportet in eine Arena anscheinend rein.
Sogar mit einer kleinen Sequenz. Wie cool. Oh. Palbert hat auch sein eigenes kleines Team Rocket anscheinend. Ist ja witzig. Oh, wie cool, Leute. Ich bin gespannt. Nee, wie gut. Die hat diesen riesen Anabolika-Pikachu aus dem Titelbildschirm. Zoe und Griswold. Okay, wie cool, ein anderer Pell-Trainer dann jetzt. Oh, ja. Werfen erstmal ein Viech hin. Oh, was war das denn für ein Dings hier mit Visier? Ich habe den Bogen nicht gebaut, ne? Die hat uns richtig anvisiert. Ich hätte mal den Bogen bauen sollen. Hält aber noch ganz gut aus. Unser Fuag. Surf-Tackling kann man mit ihm als Spezialfähigkeit. Oh, ist die schnell. Lauf! Boah, Fuag macht 192 Schaden an der. Was für, hat sie denn vor? Warum kommt die hinterhergelaufen? Macht doch irgendwas anderes. Rennt doch nicht hinterher, hinter mir her. Das macht mich nervös. Au! Oh, das ganze Schild ist weg. Das wird übel. Oh, das hat schon ordentlich Schaden gemacht. Vielleicht sollte man nicht drauf schießen, wenn sie gegen Fuag in Ruhe kämpft. Oh, das hat ihm jetzt schon ordentlich wehgetan. Wir müssen weg aus dem... Oh, genau aus dem müssen wir raus. Oh, der hat gesessen. Fuag, mach was! Hier, warte mal, wir sammeln Fuag mal ein. Schmeißen ihn mal raus. Ich glaube, der geht im Nahkampf hoffentlich ein bisschen drauf. Greif an! Lenk es ab! Was macht Laune? Einzig gefährlich ist eigentlich, wenn sie angerannt kommt, ne? Den Schüssen kann man ganz gut ausweichen. Aber wir müssen auch die Zeit im Auge behalten. Nur 10 Minuten, um zu gewinnen. Das könnte von der Zeit richtig knapp werden, Leute. Ich hätte den Dreischussbogen, glaube ich, bauen sollen noch. Den hätten wir ja auch noch bauen können, ne? Macht unser Vieh da 200 Schaden? Ja, ne? Oder hat 200 Schaden? Oh. Das wird von der Zeit knapp, glaube ich. Oh, guck mal, wenn wir sie treffen, gibt es extra Schaden. Alles klar, wir schießen auf sie oben. Oder war das sein Kopftreffer? Egal. Schießen auf jeden Fall da oben drauf, auf seine Birne oder auf sie. Ja, es gibt extra Schaden. Ist unser... Oh, der hat unseren Dings. Unser Fadler ist umgefallen. Oh, warte mal. Komm mal her. Oh, Vorsicht. Weg. Ah, wieder erwischt. Oh, geht aber ganz gut mit dem Flammenwerfer. Ja, okay, das war's. Flammenwerfer ist alle. Muss der Fuchs alleine machen. Ausweichen. Unser Schild muss sich schneller regenerieren. Gucken. Sie kommt wieder angelaufen. Mach deinen Angriff. Ja. Sehr schön. Ich habe auch vorher vergessen wegzurollen. Ich bin aber normal gesprungen, um dem auszuweichen. Doch unser Fuchs hält da nicht lange durch gegen diese Blitzattacken. So, zack. Weg. Aber die Zeit wird uns knapp, Leute. Oh, die springt auch. Oh, wow, wow, wow. Wir hauen mal ein anderes Vieh raus. Hier, komm her. Mach mal das Boss-Tier. Das ist immerhin Elite. Mal sehen, was der kann. Greif an. Ich glaube, hat nicht so viel Schaden gemacht, ne? Wir haben so ungefähr auf der Hälfte und die Hälfte der Zeit so ungefähr rum. Oh, aber einfrieren kann er. Wie cool. Mach das öfter. Können wir eigentlich auf unserem Vieh reiten hier drin? Er zeigt an, reiten. Das wäre natürlich cool. Komm mal her. Geht tatsächlich. Eisrakete. Oh. Ich glaube, es ist aber besser, wenn wir den alleine kämpfen lassen. Wir mit dem Pfeil und Bogen schießen. Vor allem die Eisrakete trifft den gar nicht. Oh, weg, 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 weg. Schnell hinter die Säule! Was getroffen hat, war der hier. Ah, da habe ich dann doch halt gesessen. Okay, wir können aber recht oft nacheinander schießen. Lauf, lauf, lauf! Eisdrache!
Uns fehlt aber auch noch eine Attacke. Mach deinen Angriff, Vieh. Greift nicht an, der Große. Jetzt. Oh, das hat er eben gemacht. Okay, der macht so einen Dreifachsprung. Unser Dings ist gleich tot. Wir müssen absteigen. Uns einpacken. Unser Gillette. Okay, hol den Feuerziegenbock nochmal raus. Aber wir schaffen die nicht, Leute. Die Zeit wird uns zu knapp. Er hat alles daneben geschossen. Los, Feuer wieder. Hat auch schon einiges an Schaden genommen, ne? Jetzt hängt er da hinten fest. Oh, oh. Ja, wir brauchen, glaube ich, den Dreischussbogen. Aua. Aua. Ah! Gebritzelt. Das hat gesessen. Oh, der war auch gut. Aber wir schaffen die nicht, Leute. Prophezei ich mal, weil... Einmal ist unsere Lebensenergie schon ziemlich runter. Entweder haut die uns sogar noch um. Auf jeden Fall schaffen wir es von der Zeit her nicht. Der ist nicht stark genug. Der macht auch nicht genug Schaden. Der hält zwar viel aus, aber macht zu wenig Schaden, der wieder. Oh, oh, aus dem Weg. Oh, das war übel. Wie geht's? Ihm geht's aber noch ganz gut. Die Viecher regenerieren nicht, wenn wir es einfach so. Die müssen in die Pellboxen. Das heißt, unser Gillette bleibt weiter angeschlagen. Boah, da hänge ich auch einer Säule fest. Macht trotzdem Laune, Leute. Aber da werden wir nochmal versuchen müssen. Oh, Vorsicht. Drei Schussbogen. Und... ja, sonst die Pelz können wir eigentlich dieselben mitnehmen. Fast schon. Vielleicht lieber zweimal einen Fuhak, der war ganz gut. Und vielleicht ein zweites Mal so ein Gillette holen und dann zweimal den. Aber wenn sie jetzt so stehen bleiben würde, wäre das ganz cool. Au, 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 au. Schild sieht noch gut aus. Oh, jetzt nicht mehr. Schießt unser Dings mit drauf? Ja, ne, der schießt mit drauf. Jetzt kommt es natürlich angelaufen, wo unser Schild weg ist. Azox, schieß, häng da nicht am Dings fest. Mach was. Hängt da fest. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ai, 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 ai. Aufpassen. Oh, 2 Minuten, Leute. Schießt zu oft daneben. Hat er jetzt? So, bereitet seinen komischen Schuss vor. Ja, er trifft nochmal, der Ziegenbock. So, pass mal auf, wir holen nochmal Fuhak raus. Der hat ordentlich Schaden gemacht gehabt. Komm schon, Fuhak, mach nochmal 200 Schaden. Das war sie. Ah, 2 Minuten, das wird nichts, Leute. Wird von der Zeit her zu knapp. Wir brauchen 3 Schussbogen, würde ich sagen. Dann machen wir 3-mal denselben Schaden, ne? Wenn ich es richtig verstehe, für dieselbe Menge Pfeile. Oh, oh, weg. Ich glaube, Fuhak hat es auch erwischt. Naja, Fuhak hat es auch erwischt. Okay, dann musst du das nochmal richten jetzt hier. Ah! Ah! Roms. Minute 30. Der war ganz gut. Komm, greif an. Oh, oh, daneben. Ah, müssen sie treffen. Ja. Minute 5. Ziegenbock ist auch hin. Ah, fehlt nur noch, bleibt nur noch Gillette. Oh, jetzt hängen wir noch mittendrin. Weg da. Frier sie noch mal ein, Gillette. Einfrieren! Er fällt gleich um, unser letztes Vieh.
komm schon, noch mal einmal einfrieren. Oh, es wird ganz knapp, Leute. Es wird ganz knapp. Ja, er hat sie eingefroren. Aber dann macht es auch nicht viel Schaden. Warum ist denn auch so wenig Schaden? Ah, Waffe ist kaputt. Unser Bogen ist kaputt. Oh, deswegen machen wir keinen Schaden mehr. Ah, okay. Dann haben wir natürlich keine Chance. So, letztes Tier tot? Nee. Schieß, schieß. Es sind noch ein paar Sekunden. Ich treffe nicht mal was in den letzten paar Sekunden. Schieß, Gillette. Warum schießt er nicht? Wo ist er? Oh, ist er doch tot. Nee, ist er nicht. Er hängt da am Baum fest. Am Dings fest. Am Pfeiler fest. Nein, so knapp, Leute. So knapp. Ah, weil der Bogen kaputt gegangen ist. Ah. Sonst hätten wir es vielleicht sogar geschafft. Jetzt haben wir nur noch ganz wenig Schaden zum Ende gemacht. Ach, Mann. So ärgerlich. Ah, naja. Okay, hoffentlich kriegen wir Sachen da oben wieder. Und unsere Tierchen müssen wir jetzt alle mal hier reinpacken. Aber hat Laune gemacht, Leute. Der Ziegenbock war stark. Die Ente war eigentlich ganz cool. Und der war eigentlich auch ganz gut. Vielleicht nehmen wir doch mal so einen Daydream mit. Was konnte der hier? Das ist der frisch ausgebrütete, ne? Der andere hat schon ordentlich Level gemacht. Du bist... Sturzklaue frei... Achso, der hat noch gar keine großen Angriffe. Und der hat Sturzklaue, Luftkanone, Sturz... Oh, der hört sich auch gut auf. Vielleicht nehmen wir den mal mit. Machen wir dann aber gleich. So, lass erstmal kurz nach oben. Warte mal, wir gehen aber nicht zu Fuß. Hier, pass mal auf, du kommst auch mal rein. Hier unser bestes Lama. Kommt mal her. Gehen wir mal nach oben, holen unsere Sachen wieder. Wie cool. Das macht Laune, Leute. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Beim nächsten Mal schaffen wir die auch. Drei Schussbogen. Am besten gleich zwei. Damit das nicht kaputt geht im Kampf. Und mit den Tierchen dieselben, die wir hatten, so ungefähr. Also der Ziegenbock war nicht schlecht. Vielleicht dann die Ente, unser Chillit und... Oder wir holen uns ein zweites Chillit. Ja, wir holen uns ein zweites Chillit und dann gehen wir damit rein. Dann haben wir es auf jeden Fall. Und den Adler nehmen wir mit. Cool, unsere Sachen liegen hier draußen vor der Tür. Wie praktisch. Nimm alles mit. Oh, wenn der Bogen nicht kaputt gegangen wäre, hätten wir es geschafft, Leute. Hopp. Ah, ja, wo willst du denn hin? Da geht's lang. Okay, einmal alles reparieren. Und dann müssen wir warten, dass die Pelz sich erholen. Was liefen hier gerade eben? Chickipie. Ja, Chickipie. Ich wollte gerade mal testen wegen dem verbesserten Fanggeschick. Aber ein Chickipie jetzt nicht unbedingt. Natürlich rennt hier noch ein Chickipie. Und noch eins. Und da ist so ein Hirsch, Leute! Und hier ist schon wieder ein Ei. Deswegen, damit ihr seht, wo ich die Eier her habe, die liegen hier einfach immer wieder an denselben Spawnpunkten. Und ich bin draufgetreten aufs Chickipie. Aus Versehen. Das wusste ich ja, dass das geht. Jetzt hör mal auf, hier rum zu randalieren. Lama macht gleich ein Drama. Den haben wir noch nicht, Leute. Egal, wir keine Rüstung haben jetzt gerade. Wir schießen da jetzt drauf. Ui, ui, das muss unser Lama, muss das machen. Roms. Oh. So. Normale Sphäre drauf. Da oben ist noch einer sogar. Sehr cool. Das Herdenmitglied mit dem prächtigen Geweih wird zum Anführer gewählt. Eigtier mit abgebrochenem Geweih verlassen die Herde und sterben irgendwo, wo niemand sie sehen kann. Oh, alles klar. Kommt der nächste. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Noch ruhig einmal ein. Einmal geht noch. Zack. Ich würde sagen, man merkt schon was an verbesserten Fanggeschick. Weil ich glaube, die sind nochmal eine Stufe besser auf jeden Fall als unser Lama hier. Sehr cool, Leute. Wir haben nochmal einen Hirsch geholt. Wenn wir den Boss schon nicht geschafft haben. Und lass mal gucken hier, ob Dings wieder da ist. Der war doch hier oben, ne? Ja, eigentlich brauchen wir noch mehr von denen. Das sind so gute Arbeiter. Schieß drauf. Achso, keine Ausdauer. Ich meine, dann können wir nicht schießen. Einmal. Zweimal ist er schon fast über den Haufen geschossen. Und dann nehmen wir davon... Nein, nicht auf den in der Sphäre schießen. Und... Eins. Zack. Ja, die können wirklich alles, ne? So einer mal auch nicht da oben. Hier so ein Gemüseziegenbock. So ein Bärenbock.
So, achso, was mache ich denn da? Erstmal drauf schießen, so wird das nichts. Auch mit verbessertem Fanggeschick nicht. Autsch, Level 11 ist der. Schieß! Noch einmal geht. Ja, wir versuchen es. 14%. Der ist schon ein bisschen schwerer zu fangen. Mal gucken. Wenn dieser Perl genug zu essen hat, reifen auf dem Busch auf seinem Rücken Beeren. Potenziellen Partner bietet Capricci seine Beeren an. Hat sich dieser satt gegessen, werden die beide ein Paar. Okay. Alles klar. Bestimmt richtig gut für die Aussaat, für die Felder. So. Ist hier wieder ein... Ja, da ist er wieder, Leute. Wir können den nochmal mitnehmen. Aber nicht mit einer kaputten Waffe und einem kaputten Rüstung. Und auch nicht ohne unseren Flammenwerferfuchs, weil der hat gut Schaden gemacht. Das würden wir nochmal so machen, würde ich sagen, dann, um den nochmal mitzunehmen. Alles klar, wie cool, den holen wir nochmal. Vor allem haben wir nochmal antike Bauteile. Können wir noch einen zweiten Brutkasten aufstellen. Jetzt erstmal runter Sachen reparieren. Und gucken, wir hatten ja nochmal ein Ei reingetan, ne? Oder hat man nochmal ein Ei reingetan? Ja. Wird schon wieder fleißig gearbeitet hier überall. Sitzt auch schon wieder einer hier und ruht sich aus. Nee, jetzt gerade nicht. Alles klar, komm her. Du mal hier rein. Du rüber, erstmal alle wieder rüber. So. Und hier, irgend so ein Handwerker nehmen wir uns mal mit. Der kann uns bei Sachen helfen, wenn wir was herstellen wollen. Reparaturwerkbank. Da kann er uns nicht helfen. Das machen wir alles so. Reparieren. Zack. Zapp. So, der ist nur ein bisschen beschädigt. Da können wir auch einen besseren schon vielleicht herstellen, ne? Aber ist hier alles so durcheinander. Achso, weil wir gestorben sind. Alles durcheinander, ne? Pfeile hier rüber. 45 haben wir nur noch. Ordentlich was verbraucht. Hier war das. Brot. Einen Schlüssel hatten wir hier drüben. So, alles klar. Sortieren wir erstmal ein. Repariert haben wir jetzt alles. Hier kommt... Ne, hier kommt das Horn rein. Hier haben wir Leder. Das ganze Essen müssen wir noch durchbrutzeln. Und das kann hier rein. Das Ei kann nach drinnen. Ja, wir hatten das Feuerei reingetan. So, das hier rein. Dann können wir eigentlich da schon wieder... Wer schmeißt hier schon wieder Holz rein von euch da draußen? Ihr habt draußen ganz viele Kisten. Hört auf, hier Holz reinzuschmeißen. Knisterndes Ei. Oh, nee, wir nehmen mal so... Was kam da raus? Weiß nicht. Wir nehmen nochmal so eins. So, mal gucken, was wir hier haben. Müsste ja dann so ein Feuerpell sein. Mal sehen, ob es einfach ein Foxparks ist. Ja, ist ein Foxparks. Okay, wir haben Foxparks. Aber gut, kann ja nicht schaden, noch eins zu haben. Sonst braucht auch wieder 10 Minuten. Auch zu kalt. Kann das ein Feuerpell, kann der das beheizen? Kannst du hier was machen, wenn wir dich hier hinsetzen? Nee, der rennt raus. Alles klar, komm her. Hm, nächstes Ei brütet. Wir packen den Foxparks jetzt auch hier dazu. Rein mit dir. So, die brauchen noch ein paar Minuten, bis die sich erholt haben. Wo ist denn unser bester Foxparks? Ach, der ist ja auch gestorben. Nee, das Arsox ist gestorben. Wo ist denn unser... Hier, den. Den nehmen wir mal mit. Damit können wir auf jeden Fall oben den Gillette holen. Dann haben wir nochmal antike... Wieso fallen die ganze Zeit irgendwelche Pelz runter? Und dann haben wir nochmal antike Bauteile und können noch so einen Brutkasten bauen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Metall. Da müssen wir mal gucken. Da haben wir hier in der Nähe gar nichts, ne? Da haben wir da oben ein bisschen was, wo wir gerade den Hirsch geholt haben. Beziehungsweise da, wo wir den Hirsch geholt haben und da am Wasser. Und ich glaube, da oben, wo Gillette rumschleicht, haben wir auch ein bisschen Erzvorkommen. Ihr Lieben, jetzt müssen wir mal langsam zum Ende dieser Folge kommen. Es ist schon wieder eine XXL-Folge geworden. Ich habe gar nicht gemerkt, wie viel Zeit beim Bosskampf gerade draufgegangen ist. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.